Salko, meine lieben Friends, was geht ab? Heute neues Video. Heute eine Real-Life-Story, wie ich mit einem Kollege einfach nur mal Fahrrad gefahren bin und dann einfach so von einem Opa beleidigt wurde. Ich hatte keine andere Videoidee, deswegen erzähle ich jetzt einfach das Penis. So, also, es fing alles an so einem ganz normalen Tag an. Sind ganz entspannt rumgefahren mit dem Fahrrad. Dachten uns halt so, fahren wir eine kleine Waldsee-Runde. Sind wir mit zum Waldsee hingefahren. Sind ein paar Mal im Kreis, also das ist dann so eine Runde, zum Beispiel fährt er irgendwie eine Minute oder so, oder 2 Minuten, fährt man dann halt. Wir dachten uns, ja okay, komm Bro, gehen wir einfach ein bisschen fahren, so. Sind die, irgendein Auto macht wieder Auge, danke. Also sind wir dann eine Runde gefahren, alles okay. Dann sind wir noch eine zweite Runde gefahren und irgend so ein Junge hat halt einen Freund von mir beleidigt, hat er gesagt, lass mal nochmal eine Runde fahren und den dann ein bisschen nerven. Ich so, okay. Also sind wir nochmal eine Runde gefahren. Maxi natürlich mit seinem E-Bike mit irgendwie 30 km/h da durchgebrettert und driftet genau neben den Fuß von denen. Also so, dass sie übelst erschrecken so. Ich fahre ganz normal 5 km/h an denen vorbei. Der Opa schreit mich an. Ich dachte mir so, scheiß drauf, einfach weiter. Also sind wir dann wieder in die Stadt gefahren, ein paar Runden durchgefahren. Und diese alte ist uns die ganze Zeit hinterher gefahren. Aber uns ist es gar nicht aufgefallen, weil wir viel zu schnell waren. Und irgendwann, wo wir angehalten sind, hat dieser Pitch, er hat uns wirklich die ganze Zeit verfolgt. Also wir halten so an, er ist hinter uns, weil er uns ja verfolgt hat, schreit mich an, ja. Sagt so, ja, ihr könnt doch nicht so schnell da rumfahren, seid ihr behindert oder so. Und dann dachte ich mir so, ja, okay, Digga, absolut bin ich mit 5 km/h gefahren. Und dann, also mein Freund so mit 30 oder so. Ich werde angeschrien natürlich. Dann dachte ich mir, ja komm, hör mal dem Alten mal zu, was er so labert eigentlich. Unnötige Scheiße wieder. Da fängt er plötzlich an, mich zu beleidigen, als ich gesagt habe, es waren 5 km/h. Also er schreibt mich weiterhin an, ich sage, 5 km/h waren das bei mir und bei dem anderen war es viel, viel schneller. Er schreibt mich die ganze Zeit an, plötzlich die fängt einfach an, mich zu beleidigen. So als Opfer und sowas. Und behindert. Da dachte ich mir nur so, Digga, wer hat dich eigentlich so gefühlt? Weißt du? Also dachte ich mir so, okay, Digga. Also habe ich ihm weiterhin zugehört, was er gesagt hat. Ich habe eigentlich so Respekt vor älteren Leuten. Aber dann hat er mich nie ausreden lassen. Also ich wollte was sagen und er hat immer unterbrochen. Dann wollte ich sagen, so, ja, es waren 5 km/h und so. Wieso schreien sie mich eigentlich jetzt an hier so? Und auf jeden Fall wurde ich dann auch so langsam unfreundlich, obwohl ich so wirklich Respekt so von Leuten habe, die ein bisschen älter sind als ich so. Also wurde ich dann auch so ein bisschen lauter. Hab dann auch so zurückgeschrien, so, was die Scheiße soll, warum er uns hier anschreit und beleidigt. Richtig unnötig halt. Es war, ist halt so ein Typ, Digga. Die Sache ist halt, es war selbst so einer. Er wird so zu Hause von seiner Frau immer geschlagen, Alter. Und, die Sache ist, es war halt richtig unnötig so von ihm, weil er wollte safe nur irgendwie die Fresse mal aufmachen, weil er es irgendwie woanders nicht hinkriegt, außer bei kleinen Kindern. Es war so ein, ich liebe solche Leute einfach, die so auf Polizei tun wollen. Ist halt so, Friends, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da und Peace. Ach so, ja, ich hab's fast vergessen, Leute. Wir sind dann halt ein bisschen weitergefahren. Ich bin an den Typen vorbeigefahren und bin dann übelst provokant knapp an ihm vorbei und ja. Es hat ihn safe so hardcore abgefuckt. Ich hoffe, es hat euch gefallen und Peace.